Beleidigungen, Hasskommentare, Hetze. Hasskommentare im Internet. Du kleines Müllstück, du scheiß Mistgeburt. Hass im Netz. Wer steckt hinter diesem Hass? Und wie wird er organisiert? Ich begebe mich für Frontaljäger 21 dafür auf die Suche. Jahrelang habe ich recherchiert. Undercover habe ich mich durch die schlimmsten YouTube-Kommentare geklickt. Investigativ habe ich mich durch Facebook gekämpft, denn ich möchte darauf aufmerksam machen, dass ich mich gegen Hass einsetze und ich jahrelang investigativ recherchiert habe, denn ich bin ein Held. Investigativ treffe ich mich mit einem Kollegen, der vermehrt ein armes, hilfloses Opfer von Hasskommentaren ist. Kevin Mirek äußert sich in seinen Videos charmant und heldenhaft zu Themen wie Rassismus und Sexismus. Diese scheiß weißen Cis-Männer, die können sich mal ihre Privilegien in ihren alten weißen Arsch schieben. Und dann sagt mir dieser alte weiße Cis-Mann, er ist auch ein Mensch. Als ob. Als ich dann gestern aufgewacht bin, hatte mein Video tatsächlich mehr Daumen runter als Daumen hoch. Oh mein Gott, wie fühlt man sich denn, wenn man solch üble Formen des Hasses abbekommt? Na schrecklich, es sind ja nicht nur die Bewertungen. Die Leute schreiben auch so richtig schlimme, hasserfüllte Kommentare. Zum Beispiel, ich würde undifferenziert berichten. Also gehen die Leute sogar so weit, dass sie deiner Aussage widersprechen und ihre eigene Meinung vertreten? Das hört sich für mich aber ganz stark nach rechtsextremer Hetze an. Ja, und sie gehen ja sogar noch weiter. Sie werfen mir Rassismus und Sexismus vor, nur weil ich sage, dass die Meinung von weißen heterosexuellen Cis-Männern wertlos ist. Und du wurdest ja auch gehackt, oder? Wie kann da nur jemand deinen Opferstatus in Frage stellen? Stimmt, ich wurde gehackt. Aber ich mach trotzdem weiter. Denn ich lass mich von sowas nicht einschüchtern. Genauso wie du. Wie ein Held. Gott sei Dank wird deine Meinung durch öffentlich-rechtliche Gelder finanziert, damit du ein starkes Zeichen setzen kannst. Genauso wie du. Ja. Gott sei Dank gibt's Menschen wie uns. Oh ja, da hast du wirklich recht. Das ist wirklich ein Glücksfall. Oh, wir sind so wichtig. Wer soll sonst ein Zeichen setzen? Ich weiß es nicht. Willst du mal meine Bauchmuskeln sehen? Dass Menschen eigene Meinung bilden, ist eine Sache. Aber dass der Hass sie so weit treibt, dass sie die Bewertungs- und Kommentarfunktion nutzen, um ihre Meinung darin zu verbreiten, das finde ich doch sehr erschreckend. Um dieses Verhalten besser zu verstehen, treffe ich mich mit Dr. Professor Wichtigstein, ein professioneller und sehr seriöser Psychologe. Wie kommt es denn zu Hass im Internet? Ja nun, Hass ist eine natürliche Emotion des Menschen, die im Laufe der Geschichte für viele Probleme gesorgt hat. Im Internet zeigt sie sich natürlich durch die Möglichkeit der Anonymität in einer ganz anderen Form. Speziell betroffen und sehr problematisch ist das bei jungen Menschen, die noch nicht die richtigen Sozialkompetenzen entwickelt haben. Und gar nicht mehr die Konsequenzen erfahren, da sie nicht auf Augenhöhe kommunizieren. Hier geht es nicht um Kinder oder Cybermobbing, hier geht es um mich. Könnten Sie sich bitte ans Skript halten? Entschuldigung? Ich bin Psychologe, kein Schauspieler. Wenn Sie wollen, dass ich irgendein Skript hier durchzitiere, dann... Also stimmen Sie zu, dass Hass im Internet ein Problem ist und immer schlimmer wird? Ja nun. Also stimmen Sie auch zu, dass es wichtig ist, dass Menschen wie ich etwas dagegen tun und ein wichtiges Zeichen setzen? Ja nun. Dann vielen Dank für dieses seriöse Interview und dass Sie mir zugestimmt haben. Ja nun. Das reicht mir aber noch nicht. Ich möchte wissen, was in Hatern vor sich geht. Und deswegen habe ich zwei Hater eingeladen, etwas Bier zu trinken und Wetten, das zu schauen. Und ihnen vielleicht ein paar Fragen zu stellen. Warum äußert ihr eure Kritik nicht wie normale Menschen? Das Problem ist, dass wir Kritik und Hass verwechseln. Und damit Leute herabwürdigen durch Beleidigungen, Drohungen. Mhm. Aber warum muss es diese schlimme Form des Hasses sein? Was wir gemacht haben, ist, dass wir einen Raum öffnen, der auch von Rechtsextremen einfach genutzt werden kann und ihnen die Möglichkeit gegeben haben, sich zu beleidigen und Menschen herabzuwürdigen. Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum dann diese Form des Hasses den großen Platz einnimmt, den er halt tut. Okay, und macht ihr das dann alleine? Wir haben natürlich ein ganzes Team auch Trolle, die sich unterschiedlich gut in unterschiedlichen Sachen auskennen. Zum Beispiel Experten wie Hans für schwarze Menschen. Interessant, aber solltet ihr nicht in der Lage sein, eure Kritik sachlich, seriös und mit Respekt zu äußern? Nein, haben wir nicht gemacht. Können wir tatsächlich auch nicht. Dementsprechend haben wir nicht gemacht, würden wir auch nicht machen. Und wie gesagt, können wir auch gar nicht. Aber ich verstehe immer noch nicht. Warum macht ihr das? Wir lieben eines ganz besonders und das ist Aufmerksamkeit. Wow, sowas Selbstdarstellerisches, das widert mich an. Also ich würde sowas niemals tun. Ich würde mich nie in den Mittelpunkt drängen. Ich bin besser als das. Oh.
Schlimm, wie weit Menschen gehen, um andere Menschen zu erniedrigen. Aber ein Glück gibt es Menschen wie mich, die auf solche Probleme aufmerksam machen. Und wenn auch ihr helfen wollt, dann teilt dieses Video, liked es, verbreitet es da draußen, abonniert diesen Kanal und zusammen können wir ein Zeichen setzen. Außerdem könnt ihr mich auch gerne bei jedem Preis anreichen, den ihr möchtet. Ist ja schließlich für einen guten Zweck. Es geht da ja nicht um mich. Versteht ihr?